herzlich willkommen zurück hier in der Gerudo-Festung. Schnauzenabi, was willst du denn? Lass uns jemanden suchen, der etwas über die anderen Weisen erzählen kann. Ey, wir sind doch schon dabei. Da ist eine große Kiste. Was ist in dieser großen Kiste? Sag mir nicht, hier gibt's auch Karten und sowas. Ah, ein Herzteil. Lol. Okay, aber ich wollte doch gar kein Herzteil. Dann der Mist. Wo geht's dir lang? Wo bin ich denn hier jetzt schon wieder? Scheiße. Moment. Oh Gott. Alles ist verwirrend. Ich brauche Pfeile. Also... Oh, fuck it. Knapp. Knapp. Sehr knapp. Oh, gibt's hier drin? Oh ja. Ja! Ausnockpfeile 6000. Sonst noch was? Nee. Dann, wisst ihr was? Wir farmen uns mal fix ein paar Pfeilchen. Denn da haben wir es wirklich einfacher. Wir müssen einfach pam, ausnocken, pam, ausnocken, pam. Anstatt sehr einfach nur... Jawohl, 20 Pfeile reichen. Anstatt einfach nur sehr kurzzeitig zu betäuben. Ist das schon besser. So, wir klettern hier wieder nach oben. Na? Herab. Gehen hier mal rein. Okay. Oh! Eine neue Zelle. Hey, Kleiner! Jawohl! Hey, ich weiß nicht mehr, woher du kommst. Oh, aber du musst ganz schön mutig sein. Wenn du dich hier an dem Bach vorbei raus. Ja, ja, ja. Meine anderen Kumpels sind auch so eingesperrt. Ich weiß nicht wo. Befreie uns bitte, alle. Aber sei vorsichtig. Hier gibt es jede Menge Gerudo-Wächterinnen. Oh, hey, pass auf. Ja. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja. So. Bitch, please. Nicht mit mir hier. Hier wird sich nicht mit mir angelegt hier. Mit denen kämpft er aber wieder. Der Sack. Mit den anderen nicht. So. Das ist wirklich nett von dir. Kleiner. Danke für die Rettung. Ich bin Paul, der Zimmermann. Diese Frauen hier machen mir Angst. Ich bleibe lieber weiter Zimmermann, als mich ihnen anzuschließen. Jo, jo, ich kann es kaum erwarten, wieder daheim zu sein. Zwei meiner Kumpels sind noch eingesperrt. Woher weißt du, dass es noch zwei sind? Ja, ein bisschen schneller. So, wir stapfen ihm jetzt einfach mal hinterher. Und sind draußen. Ah. Wow. Okay, wir gehen hier wieder rein. Kranker Scheiß. Dann... Mach kaputt! Mach kaputt! Schade. Dann gehen wir hier wieder raus und gehen einen anderen Weg wieder rein. Und
Und zwar gehen wir hier rein. Obwohl, das ist gar nicht so schlau. Waren wir jetzt hier schon drin? Ah ja, das war das hier. Dann gehen wir mal in die andere Tür. Ah ja. So. Hey, Kleiner. Das sind zwei Zellen. So. Ach man. So, dann reden wir mit ihm. Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, um dich an den Wachen vorbeizuschleichen. Bla bla bla. Ja, ja. Meine anderen Kumpels sind auch irgendwo eingesperrt. Befreie uns bitte alle. Ja, ja. Aber sei vorsichtig. Hier gibt's jede Menge Gerudo-Wächterin. Hey, pass auf. Oh, mein Gott. Ja, auf. Na? Und weg ist er. Plopp. So, ein kleiner Schlüssel. Na dann. So. Hey, danke, der Junge. Du bist super. Ich bin Georg, der Zimmermann. Hast du unseren Chef gesehen? Er hat vielleicht Angst um uns. Ich muss sofort zu ihm. Einer von uns ist noch eingefangen. Ja, bitte hilf auch ihm. Nein, er bleibt da. Der Letzte bleibt hier. Oh, gehen wir mal hier kurz raus. Okay. Aha. Perfekter Headshot, würde ich meinen. Wow. Also ich hoffe, die bleibt da auch noch ein Ticken liegen. Mhm. Na komm, vorbei. Oh nein! Oh, jetzt sind wir hier. Wir hätten... Na doch, wir holen uns die Pfeile. Was sind denn das für hohe Typen? Ist das derselbe Raum? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Gehen wir mal hier rein. Mal gucken. Ah. Ah. Na? Gehst du weiter? Okay. Ja. Na dann. Na? So. Da ist der Letzte. Ja, ich komm schon. Ich weiß doch nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön... Ach komm, diesen Text haben wir jetzt schon dreimal gehört, Kollege.
Ja, meine anderen Kumpels sind auch. Nein, sie sind. Ich habe schon befreit. Du bist der Letzte. Befreie uns bitte alle. Habe ich schon. Du bist der Letzte. Ja, und hier gibt's Gerudo-Wächterin. Das weiß ich. Hey. Ja. Hat die mich echt getroffen? Stech. Hey, ja. Ja. So, das war's. So, und dann befreien wir den Letzten. Hey, Kollege. Plopp. Hey, du bist der Letzte. Ich habe schon gedacht, du hättest mich vergessen. Vielen Dank, ich bin Rigo, der Zimmermann. Dafür, dass du mich befreit hast, wollte ich dir was, sich die Gerudos über die Wüste erzählen. Wer die Gespensterwüste durchqueren will, braucht das Auge der Wahrheit. Den Wüstenkoloss findet man jenseits der Wüste. Ich gehe jetzt zu meinem Zelt in der Nähe der Gerudo-Tals. Schau doch mal vorbei. Vielleicht gibt es dort etwas für dich. Leb wohl. Tschüss. Ich bin beeindruckt. Um an unsere Wachen vorbeizukommen, muss man schon sehr geschickt sein. Ich habe immer gedacht, alle Typen außer Ganondorf wären ziemliche Waschlappen, aber ich muss meine Meinung ändern. Unsere Anführerin Naburo hat mir die Verantwortung für diese Festung übertragen. Naburo ist die Stellvertreterin des mächtigen Ganondorf, des Herrn der Gerudo-Kriegerinnen. Sie ist gerade auf dem Weg zum Geistertempel, der sich jenseits der Wüste befindet. Sie vermutet dort ein wertvolles Relikt. Du willst also einer von uns werden? Na gut, du hast deine Fähigkeiten bewiesen. Du bist nun ein Gerudo. Nimm dies, damit kannst du dich in der Festung frei bewegen. Hey, der Gerudo-Pass! Jetzt kannst du Zutritt zur großen Trainingsarena der Gerudo-Kriegerin. Und du bist? Ab jetzt kann... Ja, okay. Tschüss! Ey, wir haben es geschafft. Aber jetzt brauchen wir keine Wachen mehr um. Ach, tut mir leid, gell? Ja, passt schon, gell? Heia! So. Guten Tag. Und wie geht's dir? Ab jetzt. Na gut. Haben alle dasselbe zu melden. Na dann. Gehen wir doch mal hier durch. Öffne das Tor. Nun, Kleiner. Dann halt nicht. Dann öffne ich halt selber das Tor. Hey, Grünschnabel. Willst du dich wirklich in die Wüste begeben? Na gut, ich öffne das Tor, aber es ist nicht leicht, den Geistertempel zu erreichen. Zunächst musst du ja. Ich weiß. Das Auge der Wahrheit. Wir brauchen einfach nur das blöde Auge. Patsch, patsch. Und zwar müssen wir jetzt dort einen Geist hinterherjagen. Wir brauchen den großen Enterhaken, das Auge. Hopp. Mehr brauchen wir nicht. Nur die zwei Dinge. So. Gespensterwüste. So. Na dann. Einmal hier rüber. Und jetzt einfach mal die ganze Zeit den Fahnen hinterher. Bis wir... Ihr Rast besucht mich wegen der Händler.
Ja. Hey, fliegender Händler. Ich würde dich ja gerne besuchen kommen, aber... Da geht nicht. So. Warum auch immer er in der Wüste drin sitzt. So, jetzt müsste dann gleich irgendwo ein Gebäude kommen. Und von diesem Gebäude an geht's erst richtig los. Vorher irren wir hier sonst nur rum. So. Hopp. Tja. Dieses Gebäude hier meinte ich. Wir gehen erstmal rein. Denn hier unten warten doch so einige Schätze auf uns, wie eine Skulptur. Und ein Rätsel, für das wir Energie benötigen. Ich hoffe, das funktioniert. Hinter uns. Krasser Scheiß. Okay, wir waren schon wieder voll. Oh. Leffe. So. Na dann, gehen wir mal nach oben. Klack, 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 klack. Bam, 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 bam. Ich mag die Musik hier. So, wir hören es schon. Hier hören wir einen Geist. Ja. Den rechten Weg zeige ich dir, denn du hast dafür kein Gespür. Nun flott und folge mir, sehr dicht, allein überlebst du es nicht. Ja. Ja, 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 sehr still. Was bist du? Ein Irrlicht. Ich bin froh, dass er sich ab und zu dreht. So. Naja. Wir folgen dir schon. Wir sind Gegner. Die kennt man schon aus dem ersten Zelda-Teil. Also, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ich möchte auch ehrlich gesagt nicht nachgucken, weil ich sonst den Geist aus den Augen verliere. Der sowieso gerade ziemlich hart trollt und immer im Kreis rumgeht. Alle, wir sind schon wieder hier bei der Kiste. Geistertyp. Okay, sind wir richtig? Ja! Bam, 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 bum, bum, bim, bam, 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 bam,